Hallo und willkommen zurück zu Space Engineers Survival. Wir sind quasi so weit, dass wir losfliegen können. Wir haben, wenn wir uns das mal unten im Frachtraum angucken, es sind eigentlich alle Komponenten drin, bis auf die Schwerkraftkomponenten. Die können wir mangels Kobalt aber nicht herstellen. Das heißt, wir sind quasi abflugbereit. Aber um sicher zu gehen, hier müssen wir hoch, habe ich an Frankenstein noch ein paar Veränderungen vorgenommen. Und zwar, gehen wir mal ein bisschen auf die hellere Seite, sind hier überall solche Förderverteilweichen eingebaut und ich habe Fallschirmluken hinzugefügt. Da wir beim ersten Mal nicht wirklich abheben konnten, also nur sehr schwer, gehe ich auf Nummer sicher und benutze Fallschirme. Und zwar eine ganze Menge. Also hier sind allein schon 5, 10, sind 20. Anderen Seite auch nochmal 20. Und wir haben hier hinten auch noch eine ganze Menge verbaut. Die muss ich aber gleich nochmal zusammenschweißen. Und dann werden wir die Fallschirmkomponenten hier einstellen. So, die Fallschirme sind jetzt alle angebracht. Und wir können dann auch unser Tor hier einmal schließen. Sehr schön. Und bei den Fallschirmen gibt es quasi zwei Seiten, die uns wirklich interessieren. Das ist, ich hole das mal ganz ein bisschen hier noch ran. Ist einmal die Seite mit diesem Kreuz hier drauf. Da kommt der Fallschirm nachher raus. Und dann diese Seite für den Förderbandanschluss. Und dann wechseln wir einmal ins Cockpit. Und dann suchen wir mal unsere Fallschirme. Hier sind die ganzen Fallschirme. Die werden wir jetzt in eine Gruppe machen. Frankenstein Fallschirme. Und da ist die Gruppe dann auch. Dann haben wir hier das automatische Auslösen des Fallschirms. Das Menü ist nicht ganz so schön auf deutscher Sprache, weil das so lang ist. Im Englischen heißt es einfach Auto-Deploy. Aber da ist hier dann so ein kleiner Haken. Aber man kann das auch nicht wirklich sehen, ob es jetzt aktiviert ist oder nicht. Aber das werden wir uns dann angucken. Wir werden das Ganze nochmal auf ein bisschen über 2000 Meter setzen, da ich denke, dass die Masse von 5,2 Millionen Kilo auch ein bisschen gebremst werden muss, werden wir jetzt auf der Leiste 2, suchen wir die Gruppe Fallschirme, da ist sie, und dann werden wir hier an und aus uns einmal hinlegen und einmal automatisches Auslösen an und aus. Wir haben es jetzt auf manuell geschaltet, damit unsere Fallschirme nicht einfach irgendwie öffnen. Das werden wir nachher im Flug dann, falls wir fallen sollten und nicht rechtzeitig bremsen können, einfach umschalten und können die Fallschirme auch allgemein erstmal ausmachen. Wir brauchen keine Energie oder wir lassen sie noch mal kurz an, denn wir müssen noch was produzieren. Und zwar ist das hier unter Verbrauchsartikel Fallschirmseide. Und im großen Grid braucht jeder Fallschirmblock 5 Stück und im kleinen nur ein. Das ist ganz wichtig, sonst funktionieren die nicht. Das heißt, wir werden jetzt hier mal 500 Stück herstellen. Eisen und Silizium sollten wir eigentlich beides genug haben. Wenn wir dann hier mal gucken, da ziehen die Fallschirmluken sich jetzt nach und nach die Fallschirmseiden. Also eigentlich ist es ein Fallschirm, den sie sich ziehen. Und wir werden davon jetzt einige herstellen, damit wir zur Sicherheit auch noch welche über haben. Und was jetzt leider nicht ganz so gut sichtbar sein wird, aber vielleicht kriegen wir das trotzdem mit drauf. Ne, kriegen wir nicht. Werden wir jetzt den Bohrarm abkoppeln. Werden die Trägheitsdämpfer einschalten. Und werden schon mal abheben und den Mond verlassen.
Tschüss Mond, ich habe alles von dir, was ich brauche. Naja, beziehungsweise wir werden wahrscheinlich auch nochmal zurückkehren. Dann werden wir jetzt, um Treibstoff zu sparen, wieder hier erstmal uns ein bisschen gerade ausrichten. Und den Schub manuell kontrollieren. So viel Schub brauchen wir gar nicht mal. Ja, haben unsere Fallschirme da was abgekriegt vom Bohrer? Das könnte sehr gut sein. Da gucken wir gleich nochmal nach. Ja, wir sind schon auf 0G. Wunderbar. Das heißt, wir können das Ganze auch ausschalten. Uns nicht bremsen lassen. Und dann gucken wir mal unseren GPS-Punkt an Basis. Die hier machen wir beide aus. 190 Kilometer. Das könnte etwas dauern. Aber zum Glück braucht ihr euch das nicht angucken, sondern ich muss das Ganze nur bis dahin aushalten. So. Jetzt kommen wir da natürlich wahrscheinlich im Dunkeln rein. Natürlich nicht so ein Traum. Aber vielleicht geht die Sonne auch auf. Das werden wir gleich noch sehen. Oh, die Sonne geht auf. Wir versuchen, das jetzt mal ein bisschen in Position zu bringen. Und wir lassen uns jetzt quasi schon mal ein bisschen fallen. Richtung Basis. Wir sind relativ gut da drüber. Vielleicht noch ein bisschen Schub nach vorne geben. Während wir hier fliegen, können wir auch noch mal nach den Fallschirmluken gucken, die wir da eventuell beschädigt hatten. Ja, Tatsache. Fügen wir die hier noch mal hinzu. Sieht noch ganz okay aus. Das ist auch noch alles in Ordnung. Okay. Dann holen wir uns die ganzen Sachen nochmal. So, wir nehmen jetzt langsam Fahrt auf. Das heißt, wir werden schnellstmöglich zurück ins Cockpit gehen. Das sollte passen. Wir werden jetzt nochmal ein bisschen bremsen. Und nach unten beschleunigen. Ein bisschen an dem Asteroiden da vorbei. Das sollte passen. Trickheitsdämpfer aus. Und wenn wir das Ganze jetzt wirklich beschleunigen, dass wir schon mal auf ein bisschen Geschwindigkeit kommen. So, wir fallen mit voller Geschwindigkeit. Ich werde jetzt in der Gruppe, die ich unten eingestellt habe, den Auto-Deploy, das automatische Auslösen, aktivieren. Bei ungefähr 2 Kilometern hatten wir es ja eingestellt. Da werden die Fallschirme dann aufgehen. Ungefähr... Ich denke mal, bei 3 oder 4 Kilometer werde ich schon mal die Trägheitsdämpfer testen, ob das Ganze funktioniert. Wir können ja hier auch nochmal die Atmosphärentriebwerke einstellen. Irgendeins ist noch aus. So, alle an. Jetzt sind alle an. Das heißt, wenn wir die Trägheitsdämpfer aktivieren, helfen die uns auch nochmal mit. Ich glaube, wir sind irgendwas bei 3 Millionen Kilo gestartet und haben jetzt 5,1 Millionen Kilo. Ich bin mir sicher, dass unsere Triebwerke das nicht aushalten werden, uns abzubremsen. Aber wir werden sehen. Zur Sicherheit haben wir halt noch die Fallschirme. Machen auch nochmal einen kleinen Check, ob das alles richtig ist. Die Blöcke sind an. Automatisch müsste es auch an sein. Im Zweifel können wir auch noch ins Menü hier gehen, Fallschirm eintippen und schnell auf Öffnen drücken. Beziehungsweise ich könnte mir zur Not zur Sicherheit hier nochmal auf die 9 Öffnen legen. Dann werden sie auf jeden Fall auslösen. Und ich hoffe, die Kombination aus Triebwerk und Fallschirm wird uns helfen, kurz oder vor der Basis zu landen. Aber
mit so einem großen Schiff habe ich es auch noch nie getestet. Aber wir werden sehen. Vielleicht geht das auch alles wahnsinnig schief und Frankenstein ist dahin. Mal gucken. So, nur noch knapp 16 Kilometer. Jetzt wird es langsam spannend. Versuchen uns auch nochmal so gerade wie möglich auszurichten. Ah, sieht aus, als wenn wir ein bisschen zu weit reinkommen. Ich bremse nochmal ein bisschen ab. Okay, ich glaube, wir sind ziemlich on point. Das sieht ziemlich gut aus. Jetzt haben wir noch knapp 6,5 Kilometer. Ein bisschen nach links müssen wir vielleicht noch. Da werde ich jetzt schon mal die Trägheitsdämpfer aktivieren. Wir bremsen wahnsinnig langsam. Aber das ist okay. Die Atmosphärentriebwerke werden ja auch noch stärker werden. Je näher wir am Boden sind. Und jeden Moment müssten eigentlich, ja, knapp noch. Ein bisschen dauert es noch, bis die Fallschirme sich aktivieren. Vielleicht hätten wir es auch so geschafft. Jetzt müssten die Fallschirme auslösen. Da kommen sie. Und sie haben uns instant gestoppt, deswegen sind sie abgebrochen. Wir schalten sie jetzt auch aus. Und wir segeln jetzt langsam Richtung Boden. Mit angeschalteten Trägheitsdämpfern. Wenn man dann komplett zum Stillstand gekommen ist, sollten die Fallschirme auch sich auflösen. Was ich hier jetzt aber nicht tun, aber das macht nichts. Ja, 2 Kilometer war vielleicht ein bisschen zu sicher. Ich habe mal das Out-Deploy jetzt ausgestellt. Wir werden jetzt auch die Fallschirme cutten. Das heißt, wir nehmen 4 Fallschirme und sagen an geschlossen. Schalten die auch wieder aus. Segeln wir langsam bis zur Basis. Ich bin überrascht, dass es Tatsache so gut geklappt hat. Also die Fallschirme haben uns natürlich einmal extrem abgebremst, was wichtig war. Und jetzt können wir hier mit unseren Triebwerken Tatsache fliegen. Hätte ich nicht gedacht. Aber funktioniert. Und vielleicht schaffen wir es ja auch Tatsache. Random zu explodieren, warum auch immer. Okay, okay. Wir werden jetzt einfach erstmal versuchen zu landen. So, Trägheitsdämpfer aus. Wir stehen, auch wenn die Geräusche hier nicht so schön sind, aber wir stehen. Und wir sind wieder zurück in unserer Basis. Sieht noch alles ganz okay aus. Der Solarturm 1, ja, der war schon ganz schön beschädigt. Und Solarturm 2 sieht bis auf ein paar kleine Beschädigungen noch sehr, sehr gut aus. Zwar noch nicht fertiggestellt, immer noch nicht, aber er funktioniert auf jeden Fall. Gucken wir mal nach, was hier so passiert ist. Wir haben auf jeden Fall volle Batteriekapazität. Und wir haben eine ganze Menge an Eisen, Kobalt, was sehr wichtig ist. Da können wir direkt auch die Schwerkraftkomponente in Auftrag geben.
40 Stück brauchten wir. Du brauchst Gold und Silber. Das holen wir uns einmal schnell. Können wir jetzt hier holen. Gold und Silber. Und dann sollte das Ganze hier gleich in Produktion gehen. Wunderbar. Die können wir dann auch gleich mitnehmen. Und was ich in der Zwischenzeit nämlich auch noch gemacht hatte, da müssen wir mal hier lang. Das ist ein merkwürdiges Gefühl, wieder Schwerkraft unter den Füßen zu haben. Man ist dann doch gewohnt, beim Mond einfach überall runter zu springen. Und hier kann es schnell mal schief gehen. Na. So. Ich habe hier noch einige Batterien hinzugefügt. Auf der anderen Seite nochmal das gleiche. Da wir für unseren Sprungantrieb hier einiges an Energie benötigen, werde ich die jetzt auch nochmal aufbauen und sobald wir mit der Basis nachher verbunden sind, die auch aufladen lassen. Denn das nächste Ziel steht auf jeden Fall schon an. Und zwar ist es der Mars für Platin. Denn mit Platin können wir uns mit Schilden ausrüsten, damit unser Schiff nicht mehr so schnell beschädigt werden kann. Ein Schild braucht natürlich auch noch einiges an Energie, also auch eine ganze Menge. Aber ich denke mal, wir sollten auf jeden Fall uns ein Schild einbauen. Aber dafür brauchen wir auf jeden Fall Uran und Generatoren. Uran finden wir nur auf dem Mars. Und Uran, ja, könnten wir noch in kleinen Mengen an Schiffen uns bedienen quasi. Die hier rumfliegen, die haben auch immer kleine Generatoren. Und ich weiß gar nicht, ob Generatoren... wo sind sie denn? Da, Reaktor heißen sie. Reaktor. Großer. Benötigt Gold, Schotter, Silizium. Gut, einen Reaktor könnten wir tatsächlich bauen. Das wäre nicht das Problem. Aber ohne ausreichende Energieversorgung können wir das halt vergessen. Also ohne Uran bringen uns die Dinger halt auch einfach nichts. Deswegen sind wir erstmal auf Batterien angewiesen. Deswegen werde ich die jetzt hier aufschweißen. Und wir werden uns dann wiedersehen, wenn das Ganze fertig ist. So, die Batterien stehen. Falsche Richtung. Und versuchen zu koppeln. Okay, wir sind dran. Dann können wir jetzt nochmal Inventar Script aus. Ne, das war schon aus. Wo ist mein Programmierlabor? Auch aus. Okay, das heißt, unser Inventar Script ist jetzt erstmal aus. Und wir können hier Frachtcontainer 3. Das müsste der sein. So, dann gehen wir hier und suchen unsere Frachtcontainer. Diese hier. Das ist drüben von der Basis. Das werden wir jetzt alles mitnehmen, was wir haben. Gucken uns dann gleich mal unser Gewicht an. Die ganzen Materialien hier nehmen wir mit.
So, das müsste eigentlich alles gewesen sein. 8,1 Millionen, das ist auch nochmal eine ordentliche Gewichtszunahme. Und dann fliegen wir erstmal... Oh, wir haben unsere Trägheitsdämpfer noch an. Wir brauchen die ganze Zeit Energie und Wasserstoff. Trägheitsdämpfer aus. Wir wackeln ganz schön. Das gefällt mir irgendwie nicht. Aber wir sind noch verbunden. Von daher ist das in Ordnung. Dann gucken wir jetzt erstmal nach unserem Sprungantrieb. Da müssten wir jetzt alle, also die gesamten Materialien haben. Dann schalten wir hier mal das Schweißgerät an. Das scheint zu funktionieren. Ja, wird gebaut. Sehr schön. Und da ist er. Unser erster Sprungantrieb. Er lädt jetzt auch aus. Der lädt jetzt auch auf. Sieht man hier, er speichert Energie sehr, sehr langsam, aber er speichert sie. Wir werden jetzt auch nochmal ein paar Einstellungen vornehmen. Und zwar suchen wir hier alle Batterien. Das Schiffbatterie, Schiffbatterie habe ich es genannt. Nehmen die alle nochmal mit und sagen hier erstmal speichern in der Gruppe und sagen bei allen aufladen. Das heißt die Heavy Overload. Ja, okay. Das ist natürlich unser Sprungantrieb, der jetzt hier ordentlich Power kostet. Megawatt ist schon eine ganz schöne Menge. Legen wir jetzt erstmal nochmal raus hier. Und gucken mal auf die Energieanzeige in unserer Basis. Ja. Unsere Batterien sind schon komplett leer gesaugt. Ne, Charge haben wir noch. Also das, dieses Script mag das auch nicht so gerne hier. Aber naja. Wenn man sich ein bisschen drauf konzentriert, sieht man, dass wir noch 98% Charge haben. Gucken wir nochmal, ob wir verbunden sind. Ja. Also müssten in der Theorie unsere Batterien auch laden. Ja, das ist natürlich jetzt der Sprungantrieb, der hier alles wegsaugt, was geht. Wir schalten diesen einmal aus. Den laden wir am Ende. Und dann dürften diese Batterien jetzt... Ja, sie laden sich jetzt auf. Also langsam werden wir wahrscheinlich ein Energieproblem bekommen. Das heißt, wir lassen die Batterien jetzt hier erstmal ganz in Ruhe laden. Warten, bis diese voll sind. Werden dann noch den Sprungantrieb laden. Und können dann eigentlich auch schon wieder abheben. Denn wir haben eigentlich soweit alles, was wir brauchen. Ganz jetzt eben auch nochmal durchgegangen und Problem, was ich hatte, ist, dass ich den Block Schiffbatterie auf Aufladen gesetzt hatte und er irgendwie alle anderen hier mit reingezogen hatte. Deswegen haben wir quasi nur durch die Solarenergie geladen. Aber jetzt, wie man hier sieht, sind die hier auf Aufladen und die Batterien werden jetzt quasi leer gesaugt. In 11 Minuten sind sie es auch und die in 15 aufgeladen. Das ist natürlich ärgerlich. Heißt, wir werden nicht mit voller Energie losfliegen. Ist aber nicht so dramatisch. Und wir haben hier auch noch unseren Sprungantrieb. Wir können 396 Kilometer mit fliegen. Also springen. Ist auch voll aufgeladen. Hat maximal 3 Megawatt gespeichert. Das passt. Hier, gespeicherte Energie, 3 Megawatt. Und wenn wir jetzt die Atmosphäre das nächste Mal verlassen, können wir mit unserem Sprungantrieb fliegen bzw. springen. Dazu können wir uns entweder, wenn wir uns das hier im Sprungantrieb einmal ansehen, können wir hier nachher stellen wir das Menü noch ein, dass wir weiter und kürzer springen können, oder wir können zu bestimmten Punkten springen, sagen wir hier zum Beispiel Frankenstein 2, das ist ja da,
auf dem Mond, wo wir gelandet sind, können wir auswählen. Das sieht man hier, hat die Koordinaten gewählt, können auch das wieder entfernen. Blinder Sprung, damit zielen wir quasi. Wir können genau gerade, wenn wir den Sprungantrieb dann einfach aktivieren, einfach springen. Und der Sprungantrieb ist auch ziemlich gut, weil wenn wir jetzt auch einen Punkt jetzt im Weltall einfach einen GPS-Punkt auswählen, landen wir nicht direkt da drauf, sondern irgendwo so in 1-2 Kilometer Radius drumherum. Das ist einfach so eine Sicherheitszone und wir landen nie in Schwerkraft von Planeten oder Monden. Das verhindert der Sprungantrieb einfach. Und der ist ziemlich gut, aber das werden wir uns dann auch in der nächsten Folge angucken. Wir werden dann nämlich jetzt hier unsere Batterien quasi, unsere Basis komplett leer laufen lassen und die Batterien hier auf dem Schiff damit aufladen und dann wieder hochfliegen. Und dann können wir ihn von hier aus irgendwie sehen zum Mars. Und ich glaube, der sieht so blau aus, aber ich glaube, das ist Tatsache der Mars. Der sieht von weiter weg einfach immer sehr, sehr bläulich aus. Aber es kann auch sein, dass ich mich irre. Da werden wir dann nochmal gucken, wenn wir wieder im Weltraum sind. Aber das soll es für heute dann auch gewesen sein. Vielen Dank fürs Liken, Abonnieren und Teilen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Und ich erkläre euch alle Funktionen des Sprungantriebs nochmal ganz genau.